Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagabend, als ein 48-jähriger Mann auf der Gutenberger Steige talabwärts fuhr. In einer scharfen Rechtskurve verlor er vermutlich die Kontrolle über seinen Transporter und stieß gegen die Leitplanken. Durch den Aufprall wurde er nach ersten Informationen aus seinem Fahrzeug geschleudert und stürzte 30 Meter eine Böschung hinunter. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Verunglückte nicht angeschnallt. Die Feuerwehr Lenningen und die Bergwacht Lenninger Tal bargen den Verstorbenen aus dem Hang. Michael Wucherer, Einsatzleiter Rettungsdienst, schilderte uns den Einsatz. Der Fahrer war ungefähr 30 Meter tief abgestürzt. Zur Bergung wurde dann noch gemeinsam mit der Feuerwehr die Bergwacht Lenninger Tal alarmiert, die hier ebenfalls mit 15 Einsatzkräften im Einsatz war. Hauptsächlich geht es dann darum, auch die eingesetzten Kräfte entsprechend zu sichern und hier dafür Sorge zu tragen, dass nicht noch mehr passiert. Im Transporter des tödlich verletzten Fahrers saß sein Hund auf dem Beifahrersitz und wartete auf seinen Besitzer. Der eingeschüchterte Vierbeiner ließ sich auch von einem rasch herbeigerufenen Mitarbeiter der Tierrettung Mittlerer Neckar kaum aus dem Transporter locken. Der Tierretter schaffte es schließlich mit geduldigem Zureden und der Hund ließ sich an der Leine vom Unfallort wegführen. Während der Unfallaufnahme war die Gutenberger Steige mehrere Stunden voll gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 07021 50 10 an die Polizei in Kirchheim.